So, Freunde der Spielkultur, wir fangen jetzt an mit dem Let's Play letztendlich eigentlich von The Wandering Village, weil es ist ein sehr schönes Indie-Spiel. Ich habe ihn angespielt gemacht, dass es auf YouTube auch verfügbar ist, aber wir wollen halt nochmal ein richtiges Spiel starten, nicht auf dem leichten Schwierigkeitsgrad, sondern schon auf ein bisschen höher, dass wir als erfahrener Dorfbauer da unterwegs sind, weil wir wollen ja auch ein bisschen austesten, wie ist denn der Schwierigkeitsgrad letztendlich. Und dafür, denke ich mal, wird sich das Let's Play-Format einfach besser lohnen als das angespielt. Worum geht es in The Wandering Village? Es geht um ein, um ein Dorf, was halt rumwandert auf einer alten Kreatur, die längst ausgestorben galt, wo es nur Mythen und Sagen gab in einer Welt, die von Gift also nach und nach gefressen wird. Und diese Mannequin leben dann halt auf dem Rücken dieser Kreatur und versorgen die und können da später auch Befehle geben und solche Geschichten. Und müssen dann versuchen, weitere Leute zu suchen. An sich ist das Ziel des Spiels von der Story her, dass du irgendwann ein neues Zuhause findest. Kann man auch ganz viele Plots erweitern, die es ja schon so gab. Ich finde, vom Art-Design und Style her erinnert es mich einfach total an Nausicaa im Tal der Winde. Von, kennt eh den Anime, glaube ich, sehr viele Leute, auch wenn es ein Anime aus den 80ern ist. Selbst die Kleidung etc. erinnert so ein bisschen daran und auch diese 2D-Männchen, die rumlaufen nachher in dem Dörfchen. Ist es natürlich nicht 1:1. Aber der Plot ist halt sehr ähnlich. Die Welt geht kaputt, die Leute verlieren alle Siedlungen, die werden vom Gift eingenommen und zerstört und versuchen halt irgendwie zu überleben. Genau dasselbe. Ob jetzt Gift oder Eis, bei Eis wäre es das mit dem Zug, der durch die Gegend fährt. Und die Leute müssen daran überleben. Hätte man auch als Spiel mal umsetzen können. So, neues Spiel. Erfahrener Spieler. Schwierigkeitsgrad anpassen, kann man übrigens auch Sachen machen wie Dorfbewohner sterben nicht, der Onbo kann nicht sterben und so weiter und so fort. Natürlich kann unser Gefährt auch sterben. Und starten mal auf Erfahren. Driven from our homes by the toxic spores, we kept wandering, looking for shelter. But not in our wildest dreams did we imagine what we would find. So, da sind unsere kleinen Mannequin. Und wenn Leute im Chat aufgepasst hätten, hätten sie auch mitbekommen, dass ich gerade locker flockig 15 Minuten, wir haben ja gleichzeitig einen Livestream am Laufen, erklärt habe, warum das ein Let's Play ist und kein angespielt. Aber man kann ja Fragen auch doppelt stellen. Vor allem, warum nicht mal im Titel irgendwas mit angespielt steht. So, ich glaube, Tutorial kriege ich diesmal gar nicht, weil ich auf Erfahren spiele, aber ich weiß ja schon etwa, was ich tun muss. Wir haben 16 Leute und die müssen wir erstmal in Zelte unterbringen. Mit Shift kann man übrigens auch kopieren. Jedes Zelt kann 2 Leute aufnehmen. 15, 16. Das wird schon reichen, aber ich weiß, dass wir schon zu wenig Holz haben. Das können wir hier von dem netten Onbu einsammeln. Übrigens, weil ich jetzt schon 3-mal das Spiel neu gestartet habe, muss ich sagen, dass der Rücken des Onbu sich immer anders aufbaut. Also nicht immer 1:1 gleich, wie man hier diese Verteilung hat vom Drecksgebiet zum landwirtschaftlichen ertragreichen Gebiet. Ich denke mal, dass die Ressourcen aber immer relativ gleich ausgeteilt sind. Ich starte ohne Tutorial, weiß aber in etwa, was ich tun muss. Nein, ich weiß sogar ganz genau, was ich tun muss. Ich muss gerade noch gucken wegen Bären. Bleibt alles bei 45%. Hier haben wir einen sehr guten Standpunkt. Bei Bären ist das erste Essen. Hier oben links haben wir unsere unterschiedlichen Ressourcen. Holz, Stein, Wasser und Bären. Wenn wir neue Ressourcen entdecken oder abbauen, sind die dann einfach direkt da.
Also werden hier oben hinzugefügt. Es gibt ganz viele Ressourcen. Werden wir mit der Zeit dann aber auch erleben. Fragen könnt ihr im Chat stellen. Ich werde die versuchen dann zu beantworten. Wenn ich will. So. Bäume abholzen, aber nur ausgewachsene. Kann man hier nämlich extra aktivieren, damit man nicht die kleinen Baumsetzlinge einsammelt. Und hier können wir auch direkt angeben, dass wir Steine einsammeln wollen. Wir werden das alles benötigen, was auf Onbu drauf ist. Kann auch schon mal sagen, diese Onbu-Stacheln sollte man nicht entfernen am Anfang, weil die das Vertrauen zum Onbu reduzieren. Gibt es einen Förster oder so? Das Aufforsten von Onbu ist nicht wichtig, weil du später Ressourcen anders beziehst als nur von seinem Rücken. Es gibt zwar hier größere Ressourcenquellen wie diesen riesigen Baumstumpf oder diese Felsen, dafür musst du aber auch erstmal eine gewisse Forschung freischalten. So, als Arbeiterposten, da kann ich genau definieren, was Arbeitslose tun sollen, weil wenn die untätig sind, werden das da einfach alles Könner. In diesen Arbeiterlagern, Arbeiterposten, kann ich angeben, ob das Transport, Ernte oder Bauarbeiter werden sollen. Oder halt alles Könner. Damit kann ich meine Bevölkerung so ein bisschen kontrollieren. Übrigens, alle Bevölkerungsleute haben Narben, haben auch sowas wie Bedürfnisse. Die verändern sich mit der Zeit, weil es gibt halt eine Bevölkerungsstufe, die halt mit der Zeit steigt. Und dann wollen die auch ein bisschen mehr haben, um die Produktivität halt auch zu steigern. Weil umso besser es den Leuten geht, umso höher wird die Produktivität meiner Kolonie und der Leute, die halt in dieser Kolonie arbeiten. Aktuell schläft übrigens Onbu. Es gibt drei Karten, Brody. Zum einen die Übersichtskarte, wo Onbu halt dann rumläuft. An sich, diese Übersicht ist für Befehle geben, für Befehle an Onbu geben, das kommt später, ihn heilen oder ihm Futter zu geben mit einem Katapult. Das sind alles noch Forschungen, die kommen werden. So, zwei Alleskönner und zwei Transportarbeiter. Dann sieht man, dass die hier auch direkt eingeteilt sind. Sind natürlich jetzt 12 Alleskönner, weil 10 arbeitslos sind und nichts zu tun haben. Was stehst du denn da so rum? Das Szenario an sich, auch wenn es von vielen Magazinen und so weiter gesagt wird, mein Gott, sowas gab es noch nie und so weiter, ist gar nicht so mega neu, finde ich. Weil es gibt halt unzählige Spiele, die, da sag ich mal, das Konzept auch haben, du bist halt mit der Kolonie mobil, in Anführungsstrichen, und sammelst Ressourcen in der Umgebung ein. Das einzige Neue ist, dass du diesmal auf ein mystisches, altes Wesen unterwegs bist, schon so ein bisschen, eigentlich so ein bisschen. Bei Terry Pratchett in der Welt wird dir alles von der Schildkröte getragen. Auf der vier Elefanten sind, die die Welt dann tragen. Wir bauen jetzt Luftbrunnen. Die sind effektiver oder nicht so effektiv, je nach Luftfeuchtigkeit. Weil wenn Onbu sich ja später bewegt, geht er durch mehrere Gebiete. Und dadurch verändern sich halt die Einstellungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Das hier rechts ist übrigens Gift, weil Onbu selbst kann sterben. Weil der hat auch Bedürfnisse in der Gesundheitsleiste, das heißt hungrig, müde oder kann halt ein Giftlevel steigen. Und wir müssen uns halt um den kümmern. Wir sehen sogar seine Herzfrequenz. 1,5 Beats per Minute. Ist für einen Menschen super langsam.
So, jetzt können wir einen Bauernhof aufbauen und wir sollten langsam mal Ressourcenlager bauen. Hier kommt ein Wassertank hin, das Silo, da kommen Nahrungsmittel rein. Das Materiallager, so wie es heißt, kommen halt die Materialien rein, wie Holz etc. So, Anbu wird wach und läuft los. Mein Hund will die ganze Zeit spielen. Das ist so wie so ein Effekt bei ihm. Oh, er fängt jetzt an zu streamen und spielt, beziehungsweise und hat eigentlich zu tun. Im Bauernhof ist das so, wir werden später auch andere Anbaufrüchte erforschen. In Anführungsstrichen, manche Forschungen müssen halt entdeckt werden in der Welt. Dafür braucht man ein Erkundungsteam und schickt die raus. Am Anfang können wir nur Rüben anpflanzen. Es ist so, dass eigentlich drei Farmer circa 20 Felder bewirten können. Es muss auf fruchtbarem Boden sein, deshalb gibt es hier rote Punkte und die weißen Punkte. Und das sollte nicht volllaufen, das Feld. Und wir brauchen natürlich Wasser. Aber Wasser kriegen wir von den Luftbrunnen. Das erzeugen die auch selbst. Aber sehen wir zum Beispiel auch eine Anzeige von Dürr bis Nass, dass das alles Einfluss nimmt auf die Produktion. Da sehen wir übrigens Nahrung für den Onbu. Am Anfang findet er noch überall so kleine Nahrungsmittelquellen. Später schwierig. Aber ich sehe schon, dadurch, dass ich auf Erfahren anfange zu spielen, habe ich direkt am Anfang hier so einen kleinen Kälteeinbruch, der das also den Wachstum von Pflanzen beeinträchtigen wird. Nochmal eine Forschung aufbauen, damit das so ein bisschen vorangeht. Ach, wie witzig, Bärensträucher pflanzen sich auch fort mit der Zeit. Das kannst du vielleicht noch begünstigen später. Noch 5 Felder dazu. Wir sind gerade doch produktiver, als ich gedacht habe. Aber alle in der Umgebung mit Feldern zu besetzen, bringt halt nichts. So, erste Forschungsstation. Erstmal erforschen wir die Küche, dann kriegen wir nämlich besseres Essen und wir vermehren das Essen so gesehen, weil du machst aus 3 Rüben zum Beispiel 5 Mahlzeiten. Natürlich gibt es auch noch mehr zu forschen. Es sind nicht immer nur 2 Entscheidungen. Ich könnte auch über den Forschungsbaum hier gehen. Hier haben wir übrigens diese alten Wissengeschichten. Da sind diese Zahnräder dran, das muss ich in der Welt finden. Die höhere Stufen für die Häuser kann man erforschen, Kundschafterhütten, Ressourcen, wie zum Beispiel die Kacke von Onbu einsammeln, weil wir daraus Dünger machen können. Ach, es gibt doch einen Förster später. Man kann aber auch über die Kundschafter
Sachen finden. Glasbläser, Labor. Alles noch relativ übersichtlich. Ich habe häufig schon erwähnt, dass man später mit Kunstschäftern auch unterwegs ist. Dann muss ich das aber... Bis jetzt hatte ich nicht so richtig Events mit den Kundschaftern, sondern man sammelt halt Holz oder man geht in eine Siedlungsruine und findet ein paar Überlebenden. Oder hier gibt es zum Beispiel eine Siedlung, wo einige der Dorfbewohner noch vor Ort sind. Und wir nachher natürlich fragen können, wollt ihr vielleicht mit dem Onwo mitkommen? Wir reisen auf einem riesigen mystischen Wesen. Hast du Bock? Da fängt der Kälteeinbruch an. Da sehen wir nämlich hier oben jetzt einen Effekt. Für die nächsten 23 Stunden ist es halt eisig und das verringert den Wachstum meiner Rüben um 40%. Das ist ein Onwo-Schlafplatz. Das ist aber sehr früh. Ja, wenn man auf Blight spielt, kriegt man erstmal ein paar weitere Herrschaften dazu. Das Ziel der Reise ist letztendlich... Also eigentlich wird in der Story gesagt, dass du einen neuen Platz suchst für deine Einwohner. Und der Onwo dich dahin tragen soll. Weil die Welt ja von dem Gift eingenommen wird, nach und nach. Oder vielleicht findest du den Grund, warum alles vergiftet wird. So, Zimmermann und Steinmetz erzeugen höherstufige Ressourcen. Retter und nämlich bearbeiteten Stein. Was man halt für bessere Gebäude dann einfach schon braucht. So, Dorfarzt brauchen wir auch relativ früh. Weil wenn wir neue Bewohner aufnehmen, kann es immer mal sein, dass die krank sind. Weil wir die ja so gesehen retten aus ihren Dörfern. Onwo schläft. Und Küche aufbauen. Wir haben noch 3 Arbeitslose. Er muss halt manchmal auch schlafen. Hier vorne haben wir übrigens eine Kreuzung und diese Kreuzung kann man eigentlich entscheiden, in welche Richtung man laufen kann, sobald man den Hornbläser erforscht hat, weil man dann Onwo Befehle geben kann. Und am Anfang sind das halt Befehle wie geh, leg dich hin, renn oder halt lauf links oder rechts oder geradeaus. Brauchen wir noch nicht. So, da brauchen wir Holzbretter und Steinplatten. Die werden ja gerade beim Steinmetz und beim Zimmermann produziert. Ich mache jetzt da auch nicht so viel Gas. Ist alles cool. Ich sehe gerade, Steine muss ich mehr abbauen. Ach, baut einfach alle Steine ab. Hm.
Die Inseln eigentlich kleiner auf dem erfahrenen Schwierigkeitsgrad? Auch nicht. Ob der, dein Bauplatz ist immer gleich beschränkt. Guten Abend, Dragon. Wissenschaftlerhütte erforschen. Weil wenn ich so keine neuen Leute kriege, dann muss ich neue Leute suchen. Manchmal gibt es auf den Strecken auch Wanderer. Onbo entscheidet übrigens an Kreuzungen selbst, wo er langlaufen will, falls wir, ja, falls wir noch nicht in der Lage sind, dem irgendwie was zu sagen. Wenn ich keine Steine mehr habe, habe ich erstmal die Option, Onbo-Stacheln abzubauen. Dadurch mag der mich aber weniger. Ansonsten kannst du durch Expeditionen, wie auch schon erwähnt, Steine auch mit dem Expeditionsteam holen. Und da kommst du vom Spiel her definitiv hin. Mit den Ressourcen, die auf dem Onbo drauf sind. Wir sind schon durch Kälteregionen gelaufen, beziehungsweise durch Kälteeinbrüche. Und wie ich auch schon erwähnt habe, sind alle Regionen etwas anders. Es gibt kalte Regionen, es gibt heiße Regionen. Man muss sich dementsprechend anpassen. Du erforschst gerade die Kundschafterhütte, okay. Gerade übrigens. Naja, jetzt nicht mehr. Hat unterwegs Pilze gefunden. So, hier saß nämlich zum Beispiel Kakteen als alternative Wasserquelle im heißen Gebiet. Die du theoretisch anpflanzen kannst, sobald du in einem heißen Gebiet bist dann. Wo auch immer die Samen herkommen. Pilze sind übrigens für Onbo-Futter da. Menschen essen keine Pilze. Manche Gebäude kann man nur in manchen Bereichen bauen, wie jetzt den Kundschafter am Kartenrand, beziehungsweise am Onbu-Rand, weil die ja so gesehen vom Rand vom Onbu starten und dann sich auf Kundschaft begeben. Wir haben da nicht genug beim Steinmetz, aber das kommt ja noch. Steine werden ja gerade auch weiter bearbeitet. Wir sind auch keine Siedlung jetzt in der Umgebung. Da war ein Schrein, da kriegen wir übrigens diese Wissenschaftsgeschichten her. Das bedeutet übrigens nur, dass das Lager voll ist. Das ist der einzige Vorteil, mehr Felder zu setzen, weil wenn das nicht abgeholt wird oder in kein Lager kommt, der Haufen Rüben, werden dann die neuen Felder einfach bewirtet.
Weil die essen halt alle das bessere Essen. Immer die Priorität. Kunststoff damit muss gebaut werden. Ach, Balthasar. Weiß Onbu dich ab, wenn er dich nicht mag? Ich denke nicht. Obwohl es natürlich ein witziges Event wäre. Wenn Onbu einfach, ja, dann sich schüttelt und manche Menschen vom Rand von Onbu fallen. Muss ich gerade gucken wegen dem Sturm. Ein weiteres Lager bauen. Beziehungsweise Silo. Schönen guten Abend, Rasputin im Chat. So, mehr Arbeiter benötigt. Wir nehmen alles Kanäle weg, dann haben wir hier unten eine volle Anzahl. Und jetzt können wir die auf Expeditionen schicken. Zum Beispiel in den Giftwald, aber dann kann ich die nicht heilen. Aber da! Ach, okay, die hätten wir getroffen, wenn wir nach Süden gegangen wären. Dann geht in den Wald, da können die Pilze sammeln und anderen Kram. Kräutergarten. Den Saurier kannst du später steuern. Anbauküche erforschen. Die Expedition kommt automatisch zurück. Die beiden Häuser kann ich mal eben deaktivieren, weil ich brauche gerade nicht die besseren Materialien. Da können die Arbeiter lieber was anderes machen. Wie zum Beispiel Ressourcen einsammeln. Das Rübenfeld brauche ich eigentlich auch nicht. Rüben ist voll, Beeren sammeln ist wichtiger. Aber daraus das Essen im Moment herstellen. Wir können natürlich auch einen Rübenmüsli, glaube ich, herstellen. Es wackelt. Ach so, wegen dem leichten Gewitter. Mehrere Gebäude sind eingestürzt. Ja, die Zelte, die werden auch wieder aufgebaut. Und meine Luftbrunnen sind durch das Gewitter eingestürzt. Das ist der Hornbläser und können wir dem netten Onbu auch Befehle geben. Die ersten. Zweiten Koch. Ja, da sind Siedlungsruine. Mit frischem Wasser.
Onbo, das ist scheiße, dass du hier liegen bleibst zum Schlafen. Wir sind im Kälteeinbruch. Ein Onbo-Futterkatapult. So. Onbo, geh. Du darfst gleich schlafen. Da vorne ist ein Schlafplatz. Das ist eine Entscheidung. Wir haben nicht eine Gruppe Siedler gefunden und die nehmen wir auch auf. Und es ist nur ein hungriger Mensch. Und Hunger kannst du leicht bekämpfen. Wenn sie krank sind, ist das wieder was anderes. Okay, weißt du, wann die natürlich viele Felder benötigen? Wenn es zu kalt wird. Wenn das Wachstum natürlich nachlässt, kann die mehr Felder auffüllen. Aber, naja, wenn irgendeine Pflanze noch 20% Wachstum oder so hat, kannst du das natürlich kompensieren, indem du mehr Felder drin hast. Da kommen die Flüchtlinge und fressen dein Essen weg. Es sind vier... Es ist ein einziger hungriger Mensch. So, hier kann ich übrigens entscheiden, wo lang ich laufen will. Ich will nach Norden. Onbo vertraut deinem Befehl nicht. Super. Ich muss gerade gucken, es gibt eigentlich eine Twitch-Integration, ob die an ist. Login complete. Hat die eigentlich vorhin nochmal zusammengefügt, weil... Dann können die Leute halt mit drauf, beziehungsweise nicht mit drauf. Können die Leute entscheiden, ob Onbo zuhört oder nicht. Und die Twitch-Integration führt dazu, dass Dorfbewohner eigentlich wie Zuschauer heißen. Was man halt nur durch Anklicken sehen kann. Ist also nicht so pralle. Naja, und wenn sie sterben, kann man unten links seinen Namen einmal sehen. Das ist mir jetzt die Sache. Soll Onbo nach Norden gehen oder soll er mir nicht gehorchen? Wobei es die Frage ist, was soll man eigentlich eingeben da? Unglaublich, es geht mit Ja und Nein einfach eingeben. Haben sie vergessen dazu zu schreiben. Ja, nein, ja, nein. Voll, 50-50. Aber er akzeptiert den Befehl bei 5 gegen 5. Wäre auch sonst kacke, weil ich muss gleich ihm den Befehl geben, dass er anhält. Damit, wenn die Nomaden hier durchlaufen, ich die Chance habe, die abzufangen. Das ist übrigens auch, sehe ich jetzt bei diesem Schwierigkeitsgrad zum ersten Mal. Normalerweise ist das so, dass die auf der Straße rumhocken. Und dann nimmst du die halt einfach mit. Dass du jetzt wirklich darauf achten musst, dass du die hier abfangst, ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Weil du musst halt dann Onbo sagen, leg dich hin und warte. Schon die ganze Zeit hier, ob hier irgendjemand heißt wie jemand aus dem Chat, aber es wird wahrscheinlich erst bei den nächsten Siedlern.
dann der Fall sein, die aufgenommen werden. Der Onwood-Doktor. Das hier vorne sieht übrigens aus wie eine Wüste. Aber Wasser habe ich ja gut eingelagert. Nein, Onbu! Shit. Dann schon mal auf Rübensuppe umstellen. Weil es jetzt so dürr, dass ich kein Wasser generieren kann. Ihr wart so nah dran, gerettet zu werden. So. Weil es so heiß ist, können wir auch kein Essen anbauen. Jedenfalls die Beeren scheinen trotzdem zu wachsen. Aber Rüben, Beeren halt hier im grauen Bereich geht gar nichts. Bei Kräutern ist es noch okay. Ich verdurste nicht in der Wüste, weil ich kann die Oasen anfliegen und dadurch kann ich Wasser holen. Zum Beispiel 35 Wasser haben die Erkunder geholt. Im roten Bereich sterben, glaube ich, sogar die Pflanzen. Ich glaube, im grauen wäre es nur so, dass die nicht weiter wachsen. Und beim roten Bereich gehen die sogar komplett kaputt. Wir werden es noch erleben. Und zwar in der nächsten Folge auf YouTube. Im Stream geht es dann gleich einfach weiter.